Immer wenn ich über ein Thema reden möchte, das mich aufregt, muss ich mich erstmal beruhigen. Ich muss mich beruhigen, Leute. Und wie kann ich mich am besten beruhigen? Genau, mit einer Runde World of Tanks. Dieser World of Tanks ist ein kostenloses Multiplayer-Game, bei dem es darum geht, mit eurem Team aus Panzern das jeweils andere Team zu vernichten. Ich habe schon viele Runden gespielt und bin echt begeistert. Ich bin nicht nur begeistert von dem Gameplay, sondern auch von den vielen Panzern, die übrigens alle auf echten Modellen basieren. Es gibt Panzer aus Deutschland, aus den USA, aus der Sowjetunion, aus Japan und noch viele mehr. Insgesamt gibt es über 800 Modelle im Spiel und mit jedem Panzer kannst du andere Spielweisen ausprobieren. Ich persönlich greife die Gegner sehr gerne aus weiter Entfernung an. Ja, das ist männlich. Das machen echte Männer so. In World of Tanks gibt es mehr als 40 Maps, auf denen ihr spielen könnt. Ihr könnt auf offenen Feldern kämpfen, genauso wie in Wäldern, in Wüsten oder in Städten. Wenn ihr World of Tanks ausprobieren wollt, könnt ihr auf den Link in der Beschreibung klicken, um euch zu registrieren und das Spiel kostenlos zu installieren. Wenn ihr neue Spieler seid und den Code COMBAT benutzt, erhaltet ihr ein paar Geschenke, und zwar den Panzer Cromwell B, 250.000 Kreditpunkte, 7 Tage Premium-Zugang und 3 Panzer, die für jeweils 10 Kämpfe benutzt werden können. Den Tiger 131, den T-78 und den Type 64. Viel Spaß damit! Die schnellste Möglichkeit, an Geld zu kommen, besteht darin, Betrug zu begehen. Ich will nicht wissen, wie viele naive Frauen schon Opfer von einem angeblich reichen Tinder-Schwindler wurden, der kostenlose Stockfotos verwendet hat. Und ich will auch nicht wissen, wie viele Boomer schon gedacht haben, dass sie bei Google ein iPhone gewonnen haben. Und ich will erst recht nicht wissen, wie viele Rentner ihrem Enkel mit einer neuen Handynummer schon 20.000 Euro überwiesen haben. Alle diese Arten, Geld zu verdienen, können dich zwar schnell reich machen, sind aber natürlich verboten. Wer eine dieser Betrugsmaschen geht, muss damit rechnen, bestraft zu werden und kann eventuell sogar im Gefängnis landen. Obwohl, in Deutschland kriegt er vielleicht nur einen Klaps auf den Po. Nichtsdestotrotz gibt es auch einige Betrugsmaschen, die vollkommen legal sind. Und viele von diesen legalen Scams werden uns schon in der Kindheit bewusst. Da wären zum Beispiel Greifautomaten. Ich habe noch nie in meinem Leben irgendwas aus diesen verdammten Greifautomaten gezogen. Ihr wollt nicht wissen, wie oft ich schon einen Minion mit dieser Kralle rausziehen wollte. Ich war nie erfolgreich. Das ist aber nicht meine Schuld, sondern die Schuld von dieser Kralle, die ungefähr so stark zugreift wie ein 6 Monate altes Baby bei einem Handschlag. Wirklich 1 Millimeter vor dem Loch lässt diese Kralle das Objekt meiner Begierde wieder fallen, nur damit ich dann wieder 2 Euro in den Bezahlschlitz werfen muss, damit das gleiche nochmal passiert und nochmal und nochmal und nochmal. Das Ding ist, es ist nicht mal witzig. Ich habe an diesen Maschinen meine gesamten Ersparnisse verspielt und die Ersparnisse von meinem kleinen Neffen. Ich habe die Rente von meinen Eltern verspielt. Ich schwör's euch, mit dem Geld, was ich schon an diesen Greifautomaten verloren habe, könnte man den Klimawandel von jetzt auf gleich beenden. Der nächste Scam, über den ich sprechen muss, sind Steuern. Ja, richtig gehört. Steuern. Das geht jetzt direkt an den Staat. Du willst mir also sagen, ich muss regelmäßig einen Teil von meinem Einkommen abdrücken, damit ich nicht von deinen Laufburschen bestraft werde? Bei der Mafia nennt man sowas Schutzgeld. Nur ist die Mafia immer noch besser, weil sie mir nur in den Arm schießt oder in den Finger abhackt, aber mich nicht gleich für 20 Jahre ins Gefängnis steckt, wenn ich meine Schulden nicht bezahlen kann. Vor allem weiß keiner so richtig, wie viel Steuern er eigentlich zahlen muss. Ich meine, das Finanzamt weiß ganz genau, wie viel Geld du ihnen schuldest. Aber sie verraten dir nicht, wie hoch die Summe ist. Das musst du selber auf Biegen und Brechen herausfinden. Und wenn du dich auch nur ein bisschen verschätzt, wenn du auch nur ein bisschen zu wenig überweist, ab in den Knast mit dir, du elendiger Landesverräter. Der Rundfunkbeitrag ist übrigens genauso scammy, wenn nicht sogar schlimmer. Von diesem Geld werden nämlich nicht mal Krankenhäuser oder Schulen gebaut. Ihr wollt mir also sagen, ich muss jeden Monat Geld für Fernsehsendungen und Videos bezahlen, die ich nicht anschauen möchte und die zu großen Teilen nur den Zweck erfüllen, meine politische Meinung zu beeinflussen? Ihr wollt mir eintrichtern, dass FrogFrogSelf ein real existierendes Pronomen ist und ich muss dafür mein hart verdientes Gehalt an euch und eure überbezahlten Intendanten überweisen? Klingt fair. Ein anderer Scam, den ich nicht einfach ignorieren kann, ist Biofleisch. Wenn auf einer Fleischverpackung Bio draufsteht, dann geht man eigentlich davon aus, dass die Tiere, die sich für dieses Fleisch zur Verfügung gestellt haben, ein artgerechtes Leben führen konnten. Aber für manche Unternehmen da draußen ist das Wort artgerecht ein sehr, ich sag mal, dehnbarer Begriff. Artgerecht heißt bei denen, dass ganze 50% der gehaltenen Schweine das dritte Lebensjahr erreicht haben. Und jedes Schwein hat sogar 1 Quadratmeter Platz, auf dem es sich ganz frei bewegen kann. Und der Stall der Tiere wird alle 2 Wochen sauber gemacht.
Ich glaube, das sind die goldenen Standards, die alle Betriebe anstreben sollten. Spaß beiseite, häufig ist nicht überall Bio drin, wo Bio draufsteht. Und die meisten Schweine und Kühe schlucken immer noch mehr Hormone als Chris Tyson. Der nächste legale Scam auf meiner Liste sind Chips-Packungen. Ich schwöre, in diesen Verpackungen ist zu 80% Luft drin. Und ich habe langsam genug davon. Bruder, ich will Chips und keinen Airbag kaufen. In diesen Packungen ist mehr Luft drin, als in den ersten Sauerstoffflaschen von Astronauten. Wenn wir irgendwann mal in einer dystopischen Zukunft leben sollten, in denen die Menschen Sauerstoff kaufen müssen, um zu überleben, dann werde ich Chips-Packungen hamstern. Und was sind das überhaupt für Frettchenportionen in diesen Packungen? Habt ihr keinen Anstand? Wir haben Hyperinflation und ihr verkauft mir 10 Chips pro Packung. Ich kann mir schon richtig gut vorstellen, wie mir jetzt irgendein Typ wieder erklären will, aber das ist gar keine Luft, was die da reinfüllen. Das ist Stickstoff. Und der wird da reingefüllt, damit die Chips nicht so leicht zerbrechen und länger frisch. Alles klar, du Nerd. Geh wieder das Periodensystem auswendig lernen. Worüber wir auch unbedingt sprechen müssen, sind Lieferdienste. Versteht mich nicht falsch. Lieferdienste sind eine großartige Erfindung. Ich bin froh, dass ich mein Essen einfach vor die Haustür liefern lassen kann. Aber häufig kommt mein Essen so an, als ob das Lieferauto auf der Fahrt zu meiner Wohnung von einem Nashorn angegriffen wurde. Oder es sieht so aus, als ob der Lieferant an meinem Essen die ganze angestaute Wut von der Trennung seiner Freundin ausgelassen hat. Ein weiteres Problem ist, dass Lieferdienste absolut nie pünktlich sind. Auf Lieferando geben die an, dass sie nur 20 bis 30 Minuten brauchen, aber in der Realität dauert es immer 50 Minuten, bis die Lieferanten vor meiner Haustür sind. Wenn ihr nicht so schnell seid mit eurem Toyota aus den 70ern, dann seid bitte ehrlich bei der Lieferzeit. Ein Lieferant ist sogar mal erst nach 1,5 Stunden vor meiner Haustür erschienen. In dieser Zeit hätte ich zum Aldi gehen können, alle Zutaten für eine Pizza kaufen und dann zu Hause meine eigene Pizza machen können. Aber Leute, das war's mit dem Video. Schreibt mir in die Kommentare, welche legalen Scams euch noch einfallen. Und danke nochmal an World of Tanks für das Sponsern dieses Videos. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.